Hallo, mein Name ist Marcel Stuth und ich bereite heute für Sie ein scharfes Lammcurry zu. Dazu wird das Fleisch in Portionen angebraten. Das ist in diesem Falle wichtig, weil wir eine große Menge Fleisch haben. Wenn ich das auf einmal reingeben würde, würde die Temperatur der Pfanne stark sinken. Die Poren des Fleisches könnten sich dann nicht mehr schnell genug schließen und der Fleischsaft würde austreten. Das führt dazu, dass das Fleisch trocken wird. Ich gebe jetzt das angebratene Fleisch wieder zurück in die Pfanne. Gebe Zwiebeln hinzu, geraspelten Apfel, Currypulver, Paprikapulver, geriebene Muskatnuss, Kreuzkümmel, eine Zimtstange und nach Belieben 2 oder 3 getrocknete Chilischoten. Das rühre ich jetzt einmal kurz durch und brate es mit. Aber nur ganz kurz. Und dann gebe ich Lammfond und Kokosmilch dazu. Einmal noch kurz durchrühren. Und dann bei geschlossenem Deckel 1 Stunde garen. So, in der Zwischenzeit können wir die Ananas schälen. Dazu wird der Strunk entfernt. Unten. Dann die Schale großzügig abschneiden, um diese Kerne hier zu entfernen. So. Dann halbiere ich sie. Der mittlere Strunk muss entfernt werden, da er hart ist und nicht verzehrbar. Wenn der weg ist, können wir die Ananas in Stücke schneiden. So, 20 Minuten vor Ende der Garzeit geben wir die Rosinen zu. So, das Curry ist jetzt fertig. Wir entfernen die Zimtstange und würzen mit Salz und Cayennepfeffer nach. Dann können wir auch schon anrichten. So. Am besten passt natürlich dazu Reis und dann noch einige Blätter Koriander auf das Curry und haben hier als Beilage noch Ananas mit frischen Kokosraspeln. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit.